Lieber Alenser, wir sind nicht etwa die Pegida, wir sind Hallenser Bürger aus der Mitte und haben ein wichtiges Anliegen an euch. Fühlt ihr euch frei? Habt ihr das Gefühl, frei zu sein? Wenn ja, dann seid ihr einer Täuschung aufgelegen. Ihr seid nicht frei. Seit 1945 sind wir nicht frei. Wir sind kein souveränes Land. Wir stehen immer noch unter amerikanischer Besatzung. Und wir verüben Verbrechen an der Menschheit von deutschem Boden aus, indem Drohnenkriege von deutschem Boden aus gesteuert werden. Es befinden sich amerikanische Atomwaffen auf unserem Grund und bringen uns tagtäglich in Gefahr. Es wird ein Krieg mit Russland geschürt, welches ebenfalls eine große, starke Atommacht ist. Und was glaubt ihr, wird wohl passieren, wenn Amerika den Krieg beginnt und die ersten Atomwaffen von Deutschland aus nach Russland geschickt werden? Dann werden wir die ersten Opfer sein, weil wir nicht frei sind. Und da wir schlafen und dies noch nicht begriffen haben und uns von den Medien belügen lassen, die uns diese Wahrheit vorenthalten, aus diesem Grund herrscht noch immer dieser Zustand seit 1945. Ihr habt euch täuschen lassen, als sie euch gesagt haben, dass wir zur Wende frei geworden sind. Das sind wir nicht. Die einzigen, die fair und ehrlich abgezogen sind, waren die Russen, die sich bisher immer als ein ehrlicher Bündnispartner für die Deutschen dargestellt hat, während die Amerikaner uns permanent belogen und betrogen haben und uns nun die Freiheit gänzlich nehmen wollen durch Teaser. Informiert euch, das Freihandelsabkommen wird uns das letzte bisschen Freiheit nehmen. Wir sind nicht frei. Und das allein ist schon Grund, auf die Straße zu gehen. Die drohende Kriegsgefahr ist ein weiterer Grund. Und dadurch, dass wir in der NATO sind, sind wir gezwungen mitzumachen. Wollt ihr das? Ich will das nicht. Wir wollen keinen Krieg. Und wir wollen vor allen Dingen nicht die Kriege der Vereinigten Staaten. Das sind nicht unsere Kriege. Und deren Feinde sind nicht unsere Feinde. Aber da wir Bündnispartner in der NATO sind und obendrein besetztes Land der Vereinigten Staaten, haben wir nicht das Recht, das zu entscheiden, so sehr die Frau Merkel auch so tut, als wenn sie souveräne Entscheidungen treffen würde. Aber sie ist letzten Endes nur Erfüllungsgehilfin der Vereinigten Staaten, und zwar unter Zwang. Denn sie ist nicht unsere Regierende, sondern sie ist lediglich die Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation. Und das sagte Gunter Gabriel von der SPD. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist verifiziert und kann jeder auf YouTube nachsehen. Originalaufzeichnungen. Lasst euch nicht verscheißern. Wenn ihr Gregor Gysi zuhört, wird er euch das auch bestätigen. Wir sind nicht frei. Wir sind kein souveränes Land. Sogar Wolfgang Schäuble sagte, dass Deutschland seit 1945 zu keinem Tag je vollständig souverän war. Und ihr lauft einfach dran vorbei. Das müsste doch euer Weltbild komplett umreißen. Das müsste euch doch zum Nachdenken anregen. Das müsste euch doch zur Rebellion aufreizen. Wir sind nicht frei. Und wenn wir in den Krieg gehen, dann weil wir müssen. Wir haben nicht die Entscheidung, das abzulehnen. Macht euch darüber mal Gedanken. Macht euch darüber Gedanken, warum die Benzinpreise so niedrig sind. Ja, wir haben den Vorteil davon. Das alles nur, um Putin in die Knie zu zwingen, um ihn zu reizen, auf dass er vielleicht irgendwann nicht mehr anders kann, als in den Krieg zu ziehen. Und wie gesagt, was glaubt ihr, wo Putin mit seiner Armee hinziehen wird? Nicht nach Amerika, nicht zu den Verursachern all des Leids und des Übels, was wir schon seit Jahrhunderten über diesen Planeten wegen dieser Raffgier einiger weniger haben. Wann wollen wir das endlich beenden? Wann wollen wir endlich für unsere Souveränität aufstehen? Wann wollen wir endlich unser Schicksal in unsere eigene Hand nehmen? Wir sind bereit für die Freiheit. Wir brauchen die Vereinigten Staaten nicht auf unserem Grund. Wir brauchen deren Armeen und Waffen nicht auf unserem Grund. Und wir brauchen nicht diese tägliche Kriegsgefahr auf unserem Grund. Was glaubt ihr, warum der Hass gegen den Islam so geschürt wird? Damit hier Bambule ist.
Sie wollen uns die Freiheit nehmen. Sie wollen Sicherheit. Sie wollen absolute, totale Überwachung, die wir durch die NSA sowieso schon seit Jahren haben. Aber sie wollen es offiziell, mit eurer Zustimmung. Und was meint ihr, wie sie die Zustimmung von euch bekommen? Indem sie euch in Angst versetzen, indem hier überall Bomben hochgehen und es heißt, es waren die Moslems. Erstaunlicherweise werden ja auch immer Ausweise gefunden. Merkt ihr das nicht, wie ihr an der Nase herumgeführt werdet? Wollt ihr das alles länger zulassen? Wollt ihr es bis zum letzten Atemzug durchziehen? Wollt ihr die letzte Konsequenz auch durchleben? Nämlich Krieg, Angst und Terror. Wollt ihr das? Den Verlust eurer kompletten Souveränität, eurer Freiheit und eurer Menschenrechte. Wenn ihr das nicht wollt, dann steht endlich auf. Die Zeit ist reif. Nicht der Moslem, nicht der Islam ist das Feindbild, was wir Menschen, was unsere Freiheit hat, sondern das ist eine kleine Elite in den Vereinigten Staaten, die die Macht und die Hoheit über das amerikanische Geld haben. Das ist eine kleine Gruppe von Bankern, von Superreichen, die psychopathisch genug sind, all das Leid und das Elend auf der Erde zuzulassen. Sie könnten nur ein kleinen wenig von ihren Milliarden abgeben und alles Leid, aller Hunger, alles Elend, was aufgrund von vermeintlicher Knappheit verursacht wird, würde von jetzt auf gleich enden. Allein die Tatsache müsst ihr euch alle stutzig machen. All das lassen wir tagtäglich zu und sagen, ich allein kann nichts ändern. Und dann ändert sich nichts. Wir legen uns sofort wieder hin, wenn wir solche kleinen Informationen schon bekommen, die eigentlich reichen müssten, dass unser Mitgefühl, unsere Empathie in uns schreit und sagt, jeden Tag sterben Kinder an Hunger und das müsste nicht sein, weil die Erde die Menschen, 21 Milliarden Menschen, locker satt kriegen könnte und wir sind nur 7 Milliarden. Wir lassen das tagtäglich zu, weil es uns gut geht, ihr Egoisten. Steht endlich auf, tut endlich etwas. Wehrt euch. Und das muss man nicht blutig machen. Habt keine Angst vor Gewalt. Wir können das friedlich, weil wir ein zivilisiertes Volk sind. Wir wissen, wie es geht. Wir sind das Volk der Dichter und Denker. Wollt ihr wieder wegschauen, wenn Unrecht geschieht, wenn Unrecht von deutschem Boden ausgeht? Schon wieder. Haben wir aus der Geschichte nicht gelernt? Schämt ihr euch nicht für eure Ignoranz? Steht endlich auf, tut etwas. Widerstand kann friedlich sein, aber widersetzt euch, wo immer ihr könnt, dem Unrecht. Lasst Unrecht nicht mehr zu und lasst es nicht zu, dass wir uns gegeneinander aufhetzen lassen. Wir sind alle die Opfer dieser großen Elite, dieser kleinen Elite von 0,00001% der Menschen. Überlegt mal, das ist eine verschwindend kleine Gruppe, die die Macht in der Hand hat und entscheiden kann tagtäglich über Gedeih und Verderb. Und die es zulassen, dass Menschen am Mangel des Geringsten sterben. Sie könnten es von jetzt auf gleich ändern. Wir dürfen denen die Macht nicht mehr geben, wir müssen denen die Macht entziehen. Wir müssen den Marionetten die Schnüre abschneiden. Und die Marionetten sitzen in unserer Regierung, in unserer vermeintlichen Regierung, was nur ein Verwaltungsgebäude ist. Denn unser Land, Bundesrepublik Deutschland, ist kein souveränes Land, sondern ist eine Verwaltungsorganisation der alliierten Streitkräfte. Das sage nicht ich, sondern Gregor Gysi, Wolfgang Schäuble, Gunter Gabriel. Sie sagen es selber. Wir hören es in den Nachrichten, wachen vielleicht mal ganz kurz auf und legen uns gleich wieder schlafen und lassen all das Elend damit zu. Überlegt, was wir Menschen für Macht haben. Wir können ihnen diese Macht entziehen, aber dazu ist ein Umdenken nötig. Wir könnten ein neues System entstehen lassen, ein System, das fair ist und was Wohlstand für alle Menschen bedeutet. Was glaubt ihr, wo die Milliarden alle hingehen, die wir Jahr für Jahr erwirtschaften und durch das Wirtschaftswachstum, was ja scheinbar das Einzige ist, wonach jetzt die Wirtschaft noch trachtet. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber die Ressourcen sind endlich. Wo soll denn das herkommen? Und dieser Wachstum beschert uns jedes Jahr mehr Milliarden Einnahmen. Warum geht es jedem von uns, jedem Einzelnen von uns, Jahr für Jahr schlechter? Merkt ihr das nicht, wie ihr an der Nase herumgeführt werdet?
Aber wollt ihr so lange warten, bis ihr überhaupt keine Luft mehr kriegt? Bis ihr alle vom Burnout so niedergerissen seid, dass ihr euch das Leben nehmen wollt? Wisst ihr, was Burnout ist? Guckt mal in die Vereinigten Staaten, die sind nur 30 Jahre in ihrer Entwicklung voraus. Unsere Entwicklung, das, genau da kommen wir hin. Zwei Jobs, drei Jobs, keine Freizeit mehr, kein Leben mehr. Ihr seid dann vollendlich Sklaven, ohne ein eigenes Leben. Wollt ihr dorthin kommen? Ewiger Wachstum wird uns genau dorthin führen. Große Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass dieses System weg muss, dass es uns alle vernichten wird. Wie lange wollen wir warten, bis es zusammenbricht und uns über den Kopf zusammenbricht? Oder wollen wir es langsam und vernünftig durch vernünftige Lösungen ersetzen, die bereits jetzt schon existieren? Macht euch schlau, wissensmanufaktur.net, Plan B, 20 Seiten, da wird das vorgestellt. Schaut es euch einfach mal an, das ist eine von mehreren Lösungen, die existieren. Das heißt, wir haben eine Auswahl von Lösungen, die wir einsetzen könnten, damit wir Frieden, Freiheit und Wohlstand auf der ganzen Welt haben könnten, wenn wir nämlich die Ressourcen fair und anständig miteinander teilen. Und vor allen Dingen auch die Wirtschaftseinkünfte und das Wohlergehen eines Landes auch zu spüren bekommen. Nicht nur eine kleine, verschwindend kleine Gruppe, die immer reicher wird. Die Bankster, die werden immer reicher und wir werden immer ärmer. Macht euch darüber mal Gedanken und kämpft für eure Souveränität. Erkennt, dass ihr Menschen seid und keine Sklaven. Erkennt aber, dass ihr hier in diesem System Sklaven seid und letztendlich auch als Sklaven behandelt werdet. Euer Leben ist denen ein Scheißdreck wert. Die Pharmaindustrie bringt 95% von Medikamenten raus, die denen lediglich deren Geldbeutel dienen, euch aber nachgewiesenermaßen nichts bringen, euch nicht heilen, sondern im Gegenteil eventuell sogar noch kranker machen. Und wem nutzt es ein kranker Patient? Den Ärzten und der Pharmaindustrie. Ihr seid nichts anderes als Mastvieh, als Schervieh, als Melkvieh. Ihr seid eierlegende Wollmilchsäue für die. Sie nehmen euch aus, sie machen euch kranker und kranker. Auch die Zuckerindustrie muss Wachstum verzeichnen. Immer mehr Zucker in den Lebensmitteln. Immer mehr. Schaut euch doch mal die Dokus an. Das kommt im Mainstream. Werdet ihr nicht wach? Ihr werdet krank gemacht. Ihr werdet umgebracht. Ihr werdet vielleicht irgendwann in Kriege wieder geschickt. Die Kriege stehen schon vor der Tür. Wollt ihr das? Wollt ihr Opfer sein? Was für ein hässliches Wort. Lasst euch nicht aufhetzen. Wir Menschen sind keine Feinde, die wir hier in der Mittelschicht leben. Wir müssen uns als Verbündete sehen und gemeinsam aufstehen, gemeinsam dagegen ankämpfen. Gemeinsam sind wir stark. Und wir könnten das von jetzt auf gleich. Binnen kurzer Zeit, wenn wir uns alle an einem Tag erheben und sagen, wir machen dieses Spiel nicht mehr mit, und dann gehört diese Regierung verhaftet, dafür zur Verantwortung gezogen, für das Leid und Elend, was sie wissentlich zugelassen haben, für die Lügen, die sie dem Volk erzählt haben. Sie haben geschworen, einen Eid, alles zur Mehrung des Wohles des deutschen Volkes zu tun. Und was tun sie? Sie verarschen euch und sie führen euch wissentlich ins Verderben. Damit sind sie meineidig und Hochverräter. Und dafür müssen sie bestraft werden. Aber das können nur wir fordern. Und das müssen wir friedlich fordern. Aber bestimmt und gemeinsam und alle Unterschiede überwindend. Religionen sind nicht wichtig. Religionen sind persönliche Sachen. Das sind persönliche Einstellungen, die kann jeder für sich haben. Und das macht einen Menschen nicht per se schlecht oder gut. Ich kenne eine Menge Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche rammeln und sind Verbrecher. Sie übervorteilen Menschen, sie sind Gauner. Sowas gibt's auch. Also ein Mensch wird auch nicht schlecht, weil er Moslem ist. Und weil er vielleicht einige unserer Lebenseinstellungen nicht teilen kann, nicht verstehen kann und anders lebt. Das wäre ja noch schöner, dann wären Veganer ja auch merkwürdige Menschen, gefährliche Menschen, weil sie völlig anders sich ernähren, völlig anders sind. Sagen wir doch auch nicht. Lasst euch nicht verblenden, lasst euch nicht gegeneinander aufhetzen, denn genau das ist es, was sie wollen. Ein uneiniges Volk.
Ein Volk, das mehr damit beschäftigt ist, sich gegen die Unterschiede aufhetzen zu lassen und gegeneinander zu kämpfen. Völlig sinnlos. Merkt ihr das nicht? Welche Kraft könnten wir haben, wenn wir vereint stehen würden und sagen, wir machen euer Spiel nicht mehr mit. Wir haben es erkannt, was ihr jahrtausende lang mit uns gemacht habt, uns ausgenutzt. Oder glaubt ihr, dass wir in einer Demokratie leben? Das ist eine Form des Neofeudalismus. Wir haben eine Elite. Sie heißt nicht mehr Grafen und Herzöge und Fürsten. Aber es sind letzten Endes Geldfürsten. Und sie herrschen genauso über uns und sie denken genauso über uns. Wir sind Leibeigene. Und jeder, der einen Kredit hat, ist schon mal Sklave der Bank. Wir sind Zins-, Lohn- und Steuersklaven. Lasst das nicht mehr länger zu. Fordert eure Freiheit ein. Das ist Menschenrecht. Wir haben unsere Menschenrechte vergessen. Wir haben vergessen, dass wir Menschen sind und dass wir ein Recht auf Freiheit haben. Jetzt wird das Wasser privatisiert. Jeder Hirsch im Wald ist freier als wir. Versteht ihr das? Das ist Ironie. Und weil wir das nicht begriffen haben und weil es uns in dieser Wohlfühldiktatur offenbar noch zu gut geht, stehen wir nicht auf. Nein, wir suchen uns einen einfachen Feind. Der Moslem war's. Vorher war's Putin. Merkt ihr das nicht? Und die Ereignisse überschlagen sich, sodass man schon bald nicht mehr ein- noch ausweist. Man weiß nicht mehr, wer Freund oder Feind ist. Im Zweifelsfalle, dein Nächster ist dein Freund. Denn der, Seite an Seite mit dir, hat die Macht, dieses Ruder rumzureißen und uns von diesem Weg der Vernichtung, von der Selbstzerstörung wegzubringen. Lasst euch nicht gegeneinander aufhetzen, Bürger. Erkennt, dass wir eins sind und dass wir vereint mit dieser Kraft alles erreichen können. Frieden und Freiheit für alle Menschen. Dafür stehen wir hier. Ja, danke, Donatus. Da ist alles gesagt worden. Und liebe Leute, die ihr ständig die Arschkarte zieht, ja, von diesen Unterdrückern, von diesen Politikern und was da alles läuft, zieht nicht mehr die Arschkarte. Es wird Zeit, dass wir denen endlich die rote Karte zeigen. So, wir haben ja die Tradition, immer ein paar Nachrichten vorzulesen und die ein bisschen zu kommentieren. Damit fangen wir jetzt mal wieder an. Da sind wieder erschütternde Sachen passiert und da dürfen wir nicht wegschauen. Am Sonntag hatten Regierungstruppen und Separatisten erbittert um die Kontrolle über den strategisch wichtigen Flughafen Donetsk gekämpft. Das Militär beklagte mehrere Tote und Verletzte. Die prorussischen Separatisten warfen den Regierungstruppen vor, mit Panzern und schwerer Artillerie zu schießen. Mehrere Stadtteile von Donetsk waren unter Beschuss. Auch Zivilisten wurden beschossen. Separatistenführer Alexander Sachatschenko sah darin den Versuch Kiews, den Krieg wieder voll zu entfesseln. Sowas kann man unter anderem beim Handelsblatt nachlesen. Also das ist schon dramatisch und dazu muss man eigentlich wissen, dass unsere Regierung das unterstützt, dass ja der Yatsenyuk gerade hier war, um einen Kredit zu bekommen. 1,8 Milliarden, den unsere Kanzlerin freigegeben hat. Diese Menschen, die auf ihr eigenes Volk schießen, wo auch Faschisten mit in der Regierung sind, die dort Ministerposten haben, die werden von uns unterstützt. Das passiert hier gerade mit euren Steuergeldern. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist diese 20% der Bevölkerung, die überhaupt all dieses Steueraufkommen bringen, die bezahlen für so einen Scheiß mit, dass dort Menschen ermordet werden. Und dazu muss man auch wissen, dass in der Vergangenheit, sei es nun in Libyen oder Syrien, wir immer gesagt haben, auweia, der böse Diktator schießt auf sein Volk. Und jetzt auf einmal, wenn das ein Poroschenko in der Ukraine macht, geben wir dem sogar noch Geld dafür? Was für eine Heuchelei passiert hier in unserem Land. Und es muss aufhören. Wir wollen da nicht mehr mitmachen. Die
Der Mindestlohn von 8,50 Euro ist nun in Deutschland eingeführt und soll Verbesserungen bei der Hälfte der Arbeitnehmer unter 25 Jahren, bei 63% der geringfügig Beschäftigten und bei 24% der Frauen bewirken. Praktikanten im Bundestag müssen übrigens unterhalb des Mindestlohns arbeiten. Ja, aber was ist denn das jetzt schon wieder? Mindestlohn eingeführt und dann haben sie doch wieder welche, für die er nicht gilt. Ist das wieder nur so eine Augenwischerei hier? Ja, das ist wirklich. Ich habe jetzt aus dem eigenen Bekanntenkreis gehört, dass die jetzt, wo der Mindestlohn eingeführt wurde, dass sie dann einfach die Stunden runtergenommen haben. Ja, die kriegt also dasselbe Geld wie immer, arbeitet ein paar Stunden weniger. Und in der Realität wird so sein, dass sie dieselben Arbeiten macht wie vorher und einfach wahrscheinlich ein paar Überstunden machen muss, unbezahlt. So beuten die euch aus, liebe Leute. Die Bundesbank hat 120 Tonnen Gold nach Deutschland zurückgeholt. Davon stammen 35 Tonnen aus ihren Beständen in Paris und 85 Tonnen aus New York. Allerdings lagern insgesamt 3.384 Tonnen in ausländischen Tresoren, vorwiegend in den USA. Damit wurden bislang nur 3% zurück nach Deutschland geholt. Nach dem aktuellen Plan sollen selbst nach 2020 noch die Hälfte der Reserven in den USA verbleiben. Quelle handelsblatt.com. Nun gut, ich weiß nicht, was das jetzt überhaupt noch für eine Rolle spielen soll, weil der Goldstandard ist schon seit wann, 1968 aufgehoben oder 73, nach Bretton Woods Abkommen, und ja, das Geld ist überhaupt nicht mehr Gold gedeckt, also spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und 3%, ich meine, damit können sie sich ihre, mit den Waren können sie sich wahrscheinlich ihre als Briefbeschwerer nehmen oder sowas, ich weiß es nicht. Aber stell dir mal vor, wenn Deutschland souverän wäre, dann könnten wir vielleicht doch mit dem Gold etwas anfangen. Gaddafi hat das ja versucht, allerdings dafür ist er ja dann auch gekillt worden, nämlich die Ressourcen in Gold zu bezahlen. Also das heißt nicht mehr in Dollar, den Dollar damit quasi völlig zu umgehen. Und wenn wir diese Mengen an Gold hätten, was könnten wir damit reißen? Na? Was heißt denn wir? Also zurzeit sind sie. Zurzeit heißt es, sie sind nach Deutschland zurückgeholt worden. Aber wem gehören sie denn? Wer hat sie denn konfisziert, beschlagnahmt? Also sie liegen da auch bloß in der Bank. Und die Bank ist eine Privatbank. Wenn sie da überhaupt noch liegen. Und denen traue ich nämlich eh nicht. Aber machen wir mal weiter. In der Hauptstadt von Tschetschenien sind Zehntausende gegen Charlie Hebdo auf die Straße gegangen, da dort noch immer Mohammed-Karikaturen veröffentlicht werden. Auch der Staatsoberhaupt war unter den Demonstranten. Also, wie ich schon das letzte Mal sagte, also wenn man im Pulverhaus sitzt, dann sollte man nicht rauchen. Das weiß man einfach. Und die gesamte Situation war so brenzlig, das war abzusehen, dass wirklich nur ein Funke brauchte, um die Situation zu entzünden. Wenn es denn überhaupt wirklich Moslems waren, beziehungsweise eben nicht irgendwelche Agenten. Denn dass dort Ausweise gefunden wurden, das ist, und dass da jedes Mal Ausweise gefunden werden, das ist einfach so merkwürdig. Ja? Welcher Dieb nimmt denn seinen Ausweis mit, wenn er auf Tour geht? Also das ist doch an sich unlogisch. Und die Filmaufnahmen, wie die in das Auto gestiegen sind, so völlig, völlig relaxed, als würden sie jetzt einen Auftrag durchführen, das ist auch sehr, so, sehr, sehr atypisch. Ja? Mindestens 20 Tote hat es bei Protesten der letzten 3 Tage in Niger gegeben. Dort wurde nämlich auch gegen das Magazin Charlie Hebdo demonstriert. 50 bis 100 Menschen wurden dort verletzt. Also, liebe Leute, ja, wir haben gerade festgestellt, in Tschetschenien gehen die Leute auf die Straße und in Niger, in Afrika ist es noch viel schlimmer. Da regen die sich so auf, dass es da sogar Gewalt gibt und Menschen sterben. Und viel mehr als diese 12 Leute, die dort in dieser Redaktion erschossen werden. Und dann frage ich mich, dann gehen diese westlichen Politiker alle auf die Straße und sagen, ich bin Charlie. Und hier, wenn in Afrika die Menschen wegen diesem Mist, weil dort ständig irgendwelche Karikaturen verbreitet werden, wenn gegen den Islam gehetzt wird, wenn deswegen Menschen sterben, das interessiert die nicht. Nicht ein Scheiß interessiert die das. Was ist das für eine Heuchelei? Was ist das für eine Drecksbande?
Ja, und es geht weiter in die Richtung. Der Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, findet, Satire dürfe nicht alles, mit Blick auf die Mohammed-Karikaturen. Er lehnt jedoch religiöse Gewalt ab. Natürlich ist religiöse Gewalt abzulehnen, aber weil ein paar Verrückte da Mist gebaut haben, ist es trotzdem kein Grund, ich weiß jetzt nicht wie viel, 1 Milliarde, 2 Milliarden, wie viele Anhänger hat der Islam auf der Welt? 1,2 Milliarden Menschen immer fortwährend zu beleidigen. Davon mal abgesehen, religiöse Gewalt, das ist so ein Begriff, das schließt sich aus. Alle Religionen dieser Welt haben einen gemeinsamen roten Faden. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das dürfen wir, im Gegenteil, genau darauf sollten wir uns endlich mal konzentrieren. Statt seit 2000 Jahren schon Sonntag für Sonntag in die Kirche zu rennen, sollten wir uns mal auf den roten Faden der Religion konzentrieren. Und das ist Nächstenliebe. Das ist Liebe zum Schöpfer und damit auch Dankbarkeit für die Schöpfung. Dass wir also mit der Schöpfung vernünftig umgehen, sie als Geschenk betrachten, obwohl es uns ja gar nicht gehört. Wir sind ja hier nur zu Gast auf diesem Planeten. Aber wenn wir diesen roten Faden aller Religionen, wenn wir das einhalten würden, Nächstenliebe, zum Beispiel, nur mal die Nächstenliebe, wir hätten schon alle kleine Flügelchen. Wir würden schon in paradiesischen Verhältnissen leben. Denkt darüber mal nach, statt ständig in die Kirche zu rennen und dann zu ignorieren, was ihr dort hört. Setzt es mal um. 2000 Jahre, es wird langsam Zeit. Ich wollte eigentlich noch was dazu sagen. Ach so, vielleicht war ja die Menschheit schon mal so weit und erst mit dem Aufkommen dieser Dogmen, durch diese niedergeschriebenen Sachen, ist es halt vielleicht so erst so weit gekommen. Aber es war nur mal so ein kleiner Gedanke von mir. Weiter geht's. Frankreich hat die Verlängerung der Kriegseinsätze im Irak beschlossen. An Luftangriffen in Syrien beteiligt sich Frankreich anders als die USA nicht. Gut, das ist schon mal ein Anfang. Also, ich weiß nicht, jetzt steht ja noch die große Frage, wie verhalten wir uns? Und vielleicht sollten wir da mit den anderen Nationen in Europa einen gemeinsamen Konsens, einen Volkskonsens bilden und vor allen Dingen die größte Kriegsgefahr, die gerade für uns lauert, erstmal vorwiegend beseitigen, indem man aus der NATO endlich austritt und diesem, was kein Verteidigungsbündnis mehr ist, den Rücken kehrt. Ich habe das hier auch so hintereinander gebracht, weil ich wollte mal, dass wir drüber nachdenken, diese ganze Geschichte mit dem Charlie Hebdo und der Hass, der dort von irgendwelchen Verrückten vielleicht gegen Frankreich kommt, vielleicht hat er ja einen Grund und wir schauen hier, aha, Frankreich bombardiert da in solchen Ländern die Menschen, vielleicht kann man mal drüber nachdenken, vielleicht hat das eine mit dem anderen zu tun. Ich würde sagen, ganz genau, also was man damit erreichen wollte, hat man auf jeden Fall erreicht. Theodore Roosevelt sagte auch mal, man kann davon ausgehen, dass alles, was in der Politik passiert, niemals aus Zufall passiert, sondern man kann davon ausgehen, dass es genau so gewollt und beabsichtigt war. Und ich glaube, ein so großer Staatsmann wie Theodore Roosevelt das schon. Der kennt sich aus, der weiß, wovon er redet. Ein Gericht in der Türkei hat die Sperrung von Internetseiten angeordnet, die das Titelbild der neuen Ausgabe von Charlie Hebdo zeigen. So, und da haben wir dann schon wieder den nächsten Einschnitt in die Freiheit, in die Pressefreiheit, Menschenrechte. Ja, ich meine, selbst verursacht, aber letzten Endes erreichen sie genau wieder das. Die Freiheit wird eingeschränkt, Stück für Stück für Stück. Nach einer neuen Oxfam-Studie ist die Kluft zwischen Arm und Reich derartig gestiegen, dass bereits im kommenden Jahr das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr Geld hat als die anderen 99% zusammen. Das gibt dem Spruch, wir sind die 99%, eine neue Dimension. Ja, was soll ich dazu sagen? Da steht es auf dem Banner, gegen die Amerikanisierung. Und überlegt mal, das ist diese Amerikanisierung, die wir nicht haben wollen. Amerika ist da schon ein Stück weiter. Da ist der Unterschied zwischen Arm und Reich schon viel schlimmer. Da gibt es schon Leute, die bloß noch in so einem Wohnwagen oder in einem Zelt schlafen. Das ist es, was wir denen nachmachen. Und wir sind die Vorreiter dessen, indem wir genau in diesen Fußstapfen folgen, indem wir in Europa, nämlich die sind, die dieser amerikanischen
marktliberalen Politik am nächsten sind. Spanien, Portugal, Griechenland, die sind schon da. Richtig. Und da kann ich euch auch noch mal eine andere Zahl nennen. Die EZB hat nämlich eine Statistik rausgebracht von den verschiedensten Euro-Ländern und hat die Vermögen verglichen. Und wenn man den Median nimmt, Median heißt, wir nehmen alle Werte, sortieren die und nehmen den in der Mitte. Da werden die Ausreißer durch die Superreichen werden nicht mehr so stark in diesen Mittelwert einfließen. Wenn man das macht, ist Deutschland in den Euro-Ländern das ärmste Land. Wir haben das geringste Vermögen. Selbst die Slowaken haben mehr Vermögen, weil die Häuser haben. Wir erleben die amerikanischen Verhältnisse immer mehr. Wir werden geschröpft, in den Arsch getreten, die verspotten uns. Und da müssen wir endlich mal die Stimmen erheben. Unsere Geburtenzahlen sind rückgängig, wir werden ausgerottet. Unsere Geburtenraten sind rückgängig, wir werden ausgerottet als Volk. Das kann man ganz klar sagen. Die Regierung weiß das schon seit Jahrzehnten und glaubt nicht, dass die Bildung besser wird, dass Verhältnisse so geschaffen werden, damit es wieder einen Anreiz gibt, für deutsche Kinder zu zeugen. Nein, es wird alles getan, um es uns so schwer wie möglich zu machen und um es uns vielleicht, ja, dass man nochmal drüber nachdenkt, ob man noch ein zweites Kind zeugt. 1,3%, wir gehören zu einer aussterbenden Art. Das sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn wir sehen, dass wir geschröpft werden, dass wir also Jahr für Jahr immer weniger in den Taschen haben. Also sind wir nicht nur Sklaven, sondern wir sind auch noch ungeliebte Sklaven, die ja, so langsam aussterben werden. So wie die Etrusker übrigens, die dann von den Römern übernommen wurden. Eines Tages gab es sie nicht mehr. Und das wird uns auch ereilen. Das hängt ja auch unmittelbar damit zusammen, dass einfach durch diesen Wachstumswahn, durch diesen Wachstumszwang bedingt, dass durch dieses verzinste Schuldgeldsystem auch sich das Familie und Beruf, beziehungsweise mehr als eins, zwei Kinder und Beruf oder Karriere überhaupt nicht mehr vereinbaren lässt. Ja. Und das wird ja auch nicht besser, es wird immer schlimmer, weil wir müssen ja immer wachsen. Die Kindergärten werden auch weniger. Aber das ist halt die Frage, wie viel Schuld tragen wir selber? Da kann sich jeder mal in die Nase fassen. Da gibt es ja Umfragen, dass die jungen Mädchen, die sie da befragt haben, haben sie gesagt, was ist euch wichtiger, Telefonvertrag oder Kind? Und haben sie gesagt, nein, wenn ich mir Telefonvertrag nicht mehr leisten kann, dann lieber das Telefon als das Kind. Das kam da raus. Unsere Menschen sind so konsumverseucht, dass ihnen die Familie unbedeutend ist gegenüber diesen ganzen Verlockungen hier in den bunten Schaufenstern. Und wenn dann diese Menschen aussterben, weil sie so bekloppt sind, dass sie sich nicht mal einer Familie widmen können, dann ist es vielleicht richtig. Dann kann man sich fragen, ob vielleicht andere Herangehensweisen an diese Welt, wie zum Beispiel auch im Islam, wo die ganz offen sagen, die Familie ist das Wichtigste, die Familie ist immer wichtiger als der Konsum. Wenn diese Menschen mehr Kinder haben und am Ende in der Evolution überleben, vielleicht ist das richtig so. Vielleicht sind wir die, die alles falsch machen auf lange Frist. Darüber muss man mal nachdenken. Die EU-Innenminister wollen die Überwachung der EU vorantreiben. So haben sie bereits verabredet, die Flugdaten noch intensiver untereinander auszutauschen. In einigen Ländern soll es Angriffe auf Polizeibeamte gegeben haben, bei denen man von extremistischen, religiösen Hintergründen spricht. Cameron will sogar Datenverschlüsselung generell verbieten. Also fangen wir mal an, Flugdaten noch intensiver austauschen. Also entschuldige mal, was wollen sie da noch intensiver austauschen? Und wenn dann mal was ist, wie bei MH17, dann kommt trotzdem nichts raus. Also was soll das? Was hat es da schon gebracht? Das nächste, Datenverschlüsselung generell verbieten, ja, damit gleich jeder alles total mitlesen kann. Dann brauchen die Geheimdienste sich auch nicht mehr anstrengen, ne? Und das ist ja der Kern. Seit wann hat es denn professionelle Terroristen davon abgehalten, einen Code zu knacken oder irgendwo sich reinzuhacken? Also das ist ja ein Witz. Wenn die das machen wollen, dann es gibt immer eine Technik und einen Weg. Und Datenverschlüsselung verbieten, ja, entschuldige mal, also diejenigen, die irgendwas anstellen wollen, die lassen sich von Gesetzen und Verboten sowieso nicht aufhalten. Das wollte ich ja auch damit sagen, ja. Israel hat Deutschland und andere Staaten aufgefordert, die Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag einzustellen. Also Freunde, das ist doch unglaublich.
Außenminister Avigdor Liebermann reagierte damit auf die Ankündigung des Gerichts, Vorermittlungen wegen des Gaza-Kriegs aufzunehmen. Zitat: Wir werden unsere Freunde in Kanada, in Australien und Deutschland auffordern, ihn einfach nicht mehr zu finanzieren, sagte er Radio Israel. Da Tokio der größte Geldgeber des Strafgerichtshofes ist, plant er eine Reise nach Japan. Der meint das ernst? Deutschland steht an zweiter Stelle. Eine schriftliche Bitte sei bereits an die Bundesregierung verschickt worden. Also Leute, die nächste Stufe in Richtung Diktatur lässt grüßen. Also, dem Angeklagten gefällt das Gericht nicht. Na gut, na, dann wird es nicht mehr finanziert, dann schaffen wir es einfach ab. Na sage mal, geht's noch? Israel verstößt gegen die Menschenrechte. Und der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte ist jetzt auf einmal böse, weil er das anmerkt und verurteilt. Na sag mal, mit welcher Chuzpe gehen die hier vor? Ich meine, fällt euch das nicht auf? Es gibt offenbar einfach Administrationen auf diesem Planeten, die dürfen einfach machen, was sie wollen. Und die dürfen sich das Recht nehmen, die Ankläger, die das zu Recht anklagen, ja, einfach mundtot zu machen, dann loszugehen und zu sagen, unterstützt die nicht mehr. Die sind gegen uns. Hallo? Aber uns machen die nicht mehr mundtot. Aber wir machen nicht mehr mit. Wir als Volk, wir wachen auf. Uns machen sie nicht mehr mundtot. Wir reden darüber. Und wir informieren das Volk. Also ich finde, wenn wir als Bevölkerung Europas das zulassen, dann haben wir eine neue Diktatur verdient. Dann weiß ich auch nicht mehr, was dann noch kommen soll. In China wird hart gegen Schattenbanken und kreditfinanzierte Aktienkäufe vorgegangen. Es wurden Strafen gegen Broker verkündet. Damit soll einer Überhitzung des Aktienmarktes vorgebeugt werden. Das geht doch. Gier muss einfach bestraft werden. Und wer allzu gierig ist, der muss ein paar auf die Pfoten kriegen. Wieso klappt das in China? Und denen geht's nicht schlechter. Denen geht's gut. Die Wirtschaft wächst in China. Aber die sind offenbar so vernünftig, rechtzeitig einzuhacken. Seit 1929 wissen wir, was die Gier an den Börsen verursachen kann. Wir wissen, welche Macht die Börsen haben können und welche verheerenden Auswirkungen das auf die gesamte Welt hat. Wir haben nichts daraus gelernt, sie haben es noch schlimmer getrieben und die Auswirkungen sind jetzt global noch sichtbarer. Die richtige Blase ist immer noch nicht geplatzt. Also wenn wir glauben, dass die Krise 2008 das schon war. Nein, das war sie nicht, das war erstmal nur eine Vorwehe. Der Rest steht uns schon lange aus. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das alles zusammenbricht. Und damit bricht der Dollar zusammen und das bedeutet Chaos, weltweites Chaos, wenn der Dollar zusammenbricht. Entweder wir nehmen jetzt die Souveränität unseres Landes in die Hand, sorgen dafür, dass wir von denen loskommen und frei sind und suchen uns andere Bündnispartner, wenn es sein muss. Oder wir werden mit dem Dollar zusammen in den Untergang gerissen. Wir haben es in der Hand. Aber wir können auch gerne weiter schlafen und uns in der Sicherheit des Konsums wiegen, denn es hat ja noch genug in den Supermärkten, es hat ja noch genug Essen, es hat ja noch sauberes Trinkwasser, es ist eine Lüge, haben wir nicht. Wir haben genügend Handys, alle 2 Jahre ein neues, ein Auto haben wir, ist doch wunderbar, das Leben ist doch schön. Wie lange noch? So, hier kommt eine Sache, das hat es lange nicht gegeben oder hat es vielleicht noch gar nicht gegeben in Deutschland. Und da will ich euch nachher mal eine Frage zu stellen. Also, in der Tagesschau stand, die Bundeswehr soll ohne Auftrag von UN oder NATO in den Irak geschickt werden. Ja, da muss ich schon mal schlucken. Die Opposition hält die Ausbildungsmission für verfassungswidrig und ein Bundesgutachten gibt ihnen Recht. Leute, was ist hier los? Ich dachte, wir sind hier in dem Land der Dichter und Denker. Ist das so? Aber wir schicken Leute ohne irgendein Mandat ins Ausland und wir sind drittgrößter Waffenexporteur. Ist das Land der Dichter und Denker oder ist das Land der Richter und Henker? Das möchte ich gerne mal wissen. Was ist hier passiert mit euch? Warum lasst ihr all das zu? Also
Am 27. Januar jährt sich zum 70. Mal die Befreiung des Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau in Polen. Russlands Präsident Putin wurde nicht eingeladen. Der Kreml ist darüber verstimmt. Russland hat 26 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren. Und gerade weil es da um diese Befreiung geht, wer hat denn diesen Schlag geführt? Waren das nicht Russen? Nein. Meiner Meinung nach. Ich wollte gerne. Aber vielleicht hatte man nur Angst, dass Putin seine Rede wiederholt, die er auf der Westerplatte gehalten hat. Und zwar, als man den Tag des Endes des Zweiten Weltkrieges gefeiert hat, wo er offen zugegeben hat, dass es eine Münchner Verschwörung gab, wo sich die russische Regierung, die amerikanische, englische und französische Regierung in München mit Hitler getroffen haben und mit ihm paktiert haben. Und damit Mitschuld am Zweiten Weltkrieg hatten. Putin hat dies zugegeben. Er hat gesagt, Russland hatte eine Mitschuld. Und es wird Zeit, dass dies endlich zur Sprache kommt und endlich die Geschichtsbücher neu geschrieben werden. Putin hatte die Ehrlichkeit am Wanste, das endlich zuzugeben. Warum? Er hat ja damit nichts zu tun. Er kann doch so gnädig und so großzügig sein und Deutschland dort einen Olivenzweig zustecken. Putin ist nicht gegen uns, im Gegenteil. Er möchte gerne Frieden mit Deutschland. Aber die, die es bis heute noch nicht zugegeben haben, welche Mitschuld sie am Zweiten Weltkrieg hatten, die sind ja offenbar gegen uns. Denn die möchten nämlich, dass wir diese Schuld weiterhin tragen, dass wir weiterhin Asche auf unser Haupt häufen, dass es dumme, verblendete Jugendliche gibt, die sich Antifa nennen und Antideutsche und die den Bomber Harry auffordern, es wieder zu tun, Dresden wieder einzuäschern. Wie verrückt sind wir? Diese Asche auf unserem Haupt. Da müssen wir endlich mal wegkommen und uns nicht ständig damit identifizieren. Wir sind eine völlig andere Generation. Aber es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Geschichte lernen und nicht mehr wegschauen, sondern jetzt endlich eingreifen. Wenn jetzt schon deutsche Soldaten in den Irak geschickt werden, ohne Mandat, heißt das, dass wir Bürger kein Mitspracherecht haben. Und dass wir Bürger dort verheizt werden, umgebracht werden, ohne dass wir als Volk das dem zugestimmt haben. Die Tragweite müsst ihr euch klar machen. Man braucht sich doch nur mal als Beispiel nehmen, was jetzt letzte Woche in der Ukraine beschlossen worden ist. Das sind Merkels Freunde, die Merkel offiziell finanziert, damit sie neue Waffen kaufen können und um die Menschen in Donbass zu terrorisieren und dort einen weiteren Krieg zu entfachen. Diese Regierung, diese Junta-Regierung, diese Faschisten-Regierung hat beschlossen, dass alle Wehrdienstverweigerer in Zukunft standrechtlich erschossen werden dürfen. Leute, habt ihr euch das mal überlegt, was das heißt? Unsere Regierung unterstützt das finanziell und moralisch. Also Leute, ihr müsst endlich mal lesen, informiert euch und dann denkt darüber nach, was hier passiert. Stopp, Merkel jetzt! Ja. Stopp, Merkel jetzt! Stopp, Merkel jetzt! Stopp, Merkel jetzt! Stopp, Merkel jetzt! Stopp! Und auch das wird nichts nützen, denn wenn wir sie austauschen gegen jemand anderen, dann macht es jemand anders im Auftrag. Aber das wissen wir ja. Ich bin auch dran. Sind wir gleich beim Thema. Die Bundesregierung bereitet eine Strafbefreiung für Geheimdienstmitarbeiter vor. Straftaten zur Tarnung sollen ohne Rechtsfolgen bleiben. Zudem fordern sie mehr Geld. Also ich sag nur, Gestapo lässt grüßen. Orwell. Ja. Die Schweiz hat Stützungskäufe des Euros aufgegeben. Sie verlieren dabei ca. 30 Milliarden, aber wollen zukünftige Verluste vermeiden. Die Schweizer Notenbank hat damit endgültig ihr Vertrauen in den Dollar verloren. Deutsche Wirtschaftsnachrichten und nachzulesen auf KenFM. Ja, also die Schweiz, wenn einer wirklich mit Geld umgehen kann, dann wohl der Schweizer. Und wenn die erkannt haben, dass dieses Pferd tot ist und dass es weiter zu peitschen nichts bringt, das steht nicht mehr auf,
Also dann wird es auch für uns Zeit, dass wir uns endlich besinnen. Immer wieder, ich sag's immer wieder, wir müssen souverän werden, raus aus der NATO, die Amerikaner rausschmeißen von unserem Grund und Boden, Friedensverträge einfordern, damit wir endlich souverän sind und das noch bevor uns der Dollar um die Ohren fliegt. Wenn wir dann damit nichts mehr zu tun haben, dann können die von mir aus krachen gehen und die Früchte ihrer Gier endlich genießen. Aber da tut es mir dann um das gemeine Volk leid, nämlich die Mehrheit, die werden darunter leiden und die haben damit so gar nichts zu tun. Das ist nämlich wirklich nur eine verschwindend kleine Menge. Auch da werde ich nicht müde, es zu sagen. Leute, wir werden von 0,00001% der Menschheit regiert, die nichts anderes im Kopf haben als Gier. Psychopathen, die sich einen Scheißdreck um menschliche Schicksale scheren, die es nicht nur zulassen, sondern fördern, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, die Hass und Gewalt schüren. Dagegen müssen wir aufstehen. Nicht gegen Moslems, nicht gegen Volksgruppen. Es gibt einige Idioten, Verrückte in jedem Volk und in jeder Religion. Aber das macht die Religion oder das Volk nicht schlecht. Lasst euch nicht aufhetzen. Ja genau, wir haben nichts gegen irgendwelche Religionen, nichts gegen irgendwelche Hautfarben oder Nationen. Wir sollten alle zusammenstehen. Und das sehen nicht nur wir so. Ich trage ja hier jede Woche was vor und ich habe wieder was von Jürgen Todenhöfer gefunden, ja, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat, um diese Gewalt und wie viel das denn überhaupt mit dem Islam zu tun hat. Ich trage euch das mal vor. Liebe Freunde, Bundeskanzlerin Merkel hat am Freitag die muslimische Geistlichkeit aufgefordert, endlich das Verhältnis des Islam zur Gewalt zu klären. Das ist schon schrecklich, ja, da kann man schon Kopf schütteln. Ist die so dumm oder tut die nur so? Ja, genau. Darauf will er ja hinaus, genau. Da, du hast es gleich erkannt, du hast die Pointe schon weggenommen. Also, die sollen ihr Verhältnis zur Gewalt klären, sagt diese Frau. Das ist so schlimm, so zynisch, so bitter, ja. Und aber müsste nicht zuerst die christliche, fragt er sich, ja, der Todenhöfer, müsste nicht zuerst der christliche Westen sein Verhältnis zur Gewalt überprüfen? Nicht der Islam ist das Problem, unsere Kriege sind das Problem. Sie sind Terrorzuchtprogramme, nicht der Islam. Terrorismus ist die barbarische Antwort extremistischer Muslime auf unsere barbarischen Ölkreuzzüge. Ohne unsere Kriege gäbe es den heutigen Terrorismus gar nicht. Die Vorgängerorganisation des IS beispielsweise wurde 2003 direkt nach George W. Bushs Überfall auf den Irak gegründet. Der an Brutalität nicht zu überbietende IS ist Bushs Baby. Kein arabisches Land hat in den letzten 200 Jahren den Westen überfallen. Der Westen jedoch fiel unzählige Male mordend in die muslimische Welt ein. Bin Ladens Al-Qaida tötete im Westen fast 3500 Menschen, doch Bush Junior tötete allein im Irakkrieg über 500.000 Iraker. Der Westen war seit Jahrtausenden viel grausamer als die muslimische Welt. Der Westen, nicht der Islam, muss sein Verhältnis zur Gewalt klären. Solange er das nicht kapiert, wird es immer Terrorismus geben. Ich wollte nur fragen, Frank, meinte er mit den 3.100 Menschen, die vom World Trade Center? Wahrscheinlich. Also okay, dann großes Fragezeichen da dahinter. Ja. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wie der Terror überhaupt in die Welt kam. Ich meine, in den 70er Jahren, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie mehr. Jahrzehntelang wurden eben solche Menschen, die das wachen Auges gesehen haben, die eins und eins zusammengezählt haben, wurden ja verlacht als Verschwörungstheoretiker. In den 70er Jahren, Mossadegh, Iran. Er wurde weggeputscht, weil er die Einkünfte aus den Ölvorkommen seines eigenen Landes, dem eigenen Volk zur Verfügung stellen wollte. Also etwas völlig Normales. Das Öl im Iran gehört dem iranischen Volk. Es war ein Rechtsanwalt, es war ein gemäßigter Mann. Er wurde weggeputscht, weil er unbequem war. Weil British Petroleum nicht auf das Geld, auf den Zaster verzichten wollte, den das iranische Öl ihnen eingebracht hat. Also musste der weg. Und es wurde ein Diktator hingesetzt, der Schah von Persien.
Und der hat das Volk geknechtet und unterdrückt. Und das Volk hat sich erhoben gegen den Schah von Persien und hat ihn weggeputscht. Und wen haben sie an die Macht gebracht? Einen extremistischen Moslem. Und der hat das Volk verblendet, die Freiheiten eingeschränkt, Frauen mussten wieder Kopftücher tragen, es wurden sehr strenge religiöse Regeln eingeführt, eine Sittenpolizei, die Freiheit wurde beschnitten. Und seitdem herrscht im Nahen Osten Krieg, seitdem herrscht dort Unruhe und seitdem gibt es Feindschaft gegen die USA. Warum? Weil sie den Iran destabilisiert haben. Sie haben es verursacht und wir haben es vergessen. Wir haben das vielleicht nicht richtig mitbekommen oder weil es jetzt erst offengelegt wurde, weil die CIA ihre Akten öffnen mussten und das offenlegen mussten. Erst jetzt wird es offenbar. Aber wir schlafen. Wir lassen uns von Hartz IV TV blöd reden. Wir lassen uns von der Propaganda der Medien verscheißern. Es ist so einfach. Dort wurde das Land destabilisiert aufgrund der amerikanischen Gier. Und seitdem herrscht Unfrieden. Ich würde sagen, das ist Schicksal, oder? Karma. Sie haben bekommen, was sie verdienen. Sie haben den Terror bekommen, den sie dort gesät haben, indem sie dort das Land destabilisiert haben durch den CIA. Und wir lassen uns damit reinziehen, weil wir nicht souverän sind, sondern weil wir immer noch ein besetztes Land sind. Ja, Leute, wir sind immer noch ein besetztes Land und wir haben zu tun, was die wollen. Und wenn die in den Krieg ziehen wollen, müssen wir mit. Deswegen sind deutsche Soldaten ohne Mandat, wie wir vorhin vorgelesen haben, im Irak und kämpfen und verlieren unter Umständen ihr Leben. Habt ihr dem zugestimmt? Wolltet ihr, dass deutsche Soldaten im Irak sterben? Hat man euch gefragt? Nein. Informiert euch, das kommt in der Tagesschau. Schaut mal genau hin, wo eure Freiheit bleibt und wo die Demokratie bleibt, die de facto nicht existiert in einem nicht souveränen Land. Und deswegen wird es wirklich Zeit, endlich aufzuwachen, weil es 5:12 ist und weil die Konflikte sich zuspitzen und weil Gewalt und Hass schon gesät wird hier in Deutschland und Menschen gegen Menschen schon aufstehen. Moslems gegen uns, wir gegen die Moslems. Sag mal, seid ihr verrückt? Wir sind alle Opfer dieser gierigen Elite. Gegen die müssen wir endlich vorgehen, und zwar friedlich, indem wir ihnen die Macht entziehen, indem wir sie bloßstellen und indem wir vor allem unsere Regierungen entmachten. Sie gehören verhaftet, so klar und deutlich. Und sie gehören dafür rechtlich für das Brechen der Menschenrechte zur Verantwortung gezogen. Und dann brauchen wir keine Regierung. Belgien hat es vorgemacht. Mehr als ein halbes Jahr lang hatten sie keine Regierung. Und es ging auch. Sie hatten einen Verwaltungsapparat. Wir brauchen keine Führer. Wir brauchen keine Leute, auf die wir hören müssen, die wir nachtrampeln müssen. Leute, werdet endlich souverän, auch im Kopf. Ihr seid Menschen. Und fordert eure Freiheit ein. Wenn ihr sie nicht haben wollt, dann wird sie euch genommen. Und wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. So ist es. Demokratie fordert von uns, dass wir aktiv werden, dass wir aktiv sind. Ja, und dadurch, dass wir nicht aktiv sind, haben wir auch keine Demokratie. Sondern die, die das größte Interesse daran haben, an der Arbeitskraft unseres Volkes, die beherrschen uns letztlich. Und wir lassen das zu. Fühlt ihr euch darin wohl? Glaubt ihr, dass das noch lange so weitergeht? Es wird doch schlechter und schlechter von Jahr zu Jahr. Was glaubt ihr, wo es endet? Dass es dann irgendwann wieder besser wird? Exponentielles Wachstum, das ist unser Problem. Dadurch wird es nicht besser, denn die Ressourcen sind endlich, es wird eher schlimmer. Das begreift doch jedes kleine Kind, dass wenn man immer mehr verbraucht von etwas, von dem man nur endliche Ressourcen hat, dass das dann nur umso schneller alle wird. Und dass es dann einfach nur umso schneller dann fertig ist. Und was machen wir dann? Es wird Zeit für einen Plan B. Wir werden den von denen nicht bekommen. Das müssen wir selber einfordern. Unsere Freiheit müssen wir selber einfordern. Aber tut endlich was und guckt nicht wieder weg, wenn Unrecht geschieht. Wenn Blut fließt, deutsches Blut fließt, lasst das nicht länger zu. Lasst euch nicht mehr vor diesen Karren spannen. Bitte, bitte verdammt nochmal. Du hast genau den Übergang gefunden zu dem, was ich noch loswerden wollte. Und zwar,
überall in Syrien, im Irak ist das geschehen, in Bosnien vor mehr als 10, 12 Jahren. Es geschieht jetzt in der Ukraine, geschehen kriegerische Handlungen in unserem Namen, wo wir mit von der Partie sind. Und auch in Afghanistan. Und das, was daraus entsteht, wird letztendlich zu uns wieder zurückkommen. Und dann wird niemand mehr unterscheiden zwischen den Deutschen, die dagegen waren und nichts getan haben, und zwischen den Deutschen, die dafür waren und nichts getan haben. Das macht für die keinen Unterschied. Wir sind dann für die alle die Deutschen, die Aggressoren, die die Waffen dafür hergestellt haben und geliefert haben, für das Leid und das Elend ihrer Bevölkerung, den Tod ihrer Frauen und Kinder. Und das müssen wir uns endlich begreiflich machen. Da geschehen Dinge in unserem Namen, die wir nicht wollen. Und wenn wir das nicht wollen, verdammt nochmal, dann müssen wir was dagegen tun. Und wenn wir das nicht machen, dann wird es zu uns zurückkommen und wird uns schaden. Und zwar verdammt nochmal, es wird schlimm werden. Stellt euch doch nur das mal vor, wenn der Ukraine-Konflikt, das kann ganz schnell gehen. Der ehemalige Verteidigungsminister, der jetzt die Truppen der Donetsker Volksrepublik befehligt, Strelkow, hat schon gesagt, es war ein Fehler, dieses Minsker Abkommen war ein Fehler. Sie hätten damals schon die ukrainische Armee schlagen können da unten und dann wahrscheinlich bis Kiew marschieren können. Überlegt euch doch mal, Leute, was passiert denn dann, wenn die Ukraine jetzt eilends in die NATO aufgenommen wird? Die NATO hat einen Pakt. Ja, dann sind wir mit von der Partie, dann sind deutsche Bundeswehrsoldaten in der Ukraine. Was das heißt, brauche ich euch ja wohl nicht zu erzählen. Also Leute, wenn wir jetzt nichts machen und unsere Regierung stoppen, dann sehe ich schwarz hier. Das wollte ich noch loswerden. Danke. Eins, zwei. Ganz schön nass geworden hier. Ja, also nach dem, was wir hier alle gehört haben, muss einem der Eindruck entstehen, dass wir hier von einer Bande Krimineller regiert werden. Das ist natürlich laut Rechtslage ist das nicht so, weil es gibt den Paragraphen 129 Absatz 1 im Strafgesetzbuch und der verbietet im Prinzip die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und Parteien, welche nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten sind, sind von dem Verbot der Bildung von kriminellen Vereinigungen ausdrücklich ausgenommen. Das heißt, im Paragraph 129 Absatz 2 Satz 1 steht, dass im Prinzip dieses Verbot nicht gilt, wenn diese Parteien, wenn diese Bilder der kriminellen Vereinigung innerhalb einer Partei, die nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten ist, sind. Und heute kam wieder in den Nachrichten, also flächendeckend, zuerst hatte ich es bei den DWN gelesen, deutschen Wirtschaftsnachrichten, danach auch bei der ARD, dass im Prinzip geplant ist, dass man, also diese Bundesregierung, ein Gesetz verabschieden will, dass man Agenten des Verfassungsschutzes oder andere Geheimdienstmitarbeiter straffrei lässt, wenn die im Prinzip innerhalb ihres Auftrages andere Leute zu Straftaten anstiften oder selbst Straftaten dabei mit ausführen. Und das geht gefährlich in Richtung Diktatur. Deswegen wollte man ja, im Prinzip sollte man ja diese Geheimdienste, will man die ja haben, um im Prinzip sowas wie in der DDR bei der Staatssicherheit oder bei der Gestapo im Dritten Reich, sowas nicht, dass das nicht wieder passiert. Aber im Prinzip, indem man diesen Geheimdienst, diesen Freibrief gibt, Straftaten auch ausführen zu können, gibt man ihnen ja die Möglichkeit, sich selbst überhaupt zu begründen. Das heißt, sie gehen im Prinzip in oppositionelle Vereinigungen, wie hier, im Prinzip wie ihr hier steht, und hetzen im Prinzip diese Leute zu Straftaten auf oder begehen sie auch selbst, um danach diese Vereinigung verbieten zu können. Und das entbehrt doch im Prinzip jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Und da
will ich auch weiterhin, wie kommen wir weg davon? Also im Prinzip haben wir ja die Möglichkeit, wir haben ja das parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir haben Abgeordnete in jedem Bundesland, im Bundestag, die wir alle 4 Jahre wählen können. Das heißt, an 20 Tagen kann man in seinem Leben wählen, also alle 4 Jahre, wenn man alt wird, wer seine Interessen, also unsere Interessen zu vertreten hat. Das ist doch keine Demokratie, weil auf diese Parteilisten im Prinzip wählbar sind ja im Prinzip nur die Leute entweder über Direktmandat oder wer auf den jeweiligen Parteilisten steht. Also auf diesen Listen sind im Prinzip Leute, die im Prinzip ja schon eine Negativauswahl, eine Negativauslese bestanden haben. Das sind Leute, die im Prinzip innerhalb ihrer Partei das mangelnde Rückgrat bewiesen haben, um den anderen Leuten eben nicht in die Quere zu kommen oder der Partei, wo die Partei im Prinzip sagt, na der Typ ist kein Querulant, der wird sich im Prinzip dem Fraktionszwang unterwerfen und auch so abstimmen, wie die Partei das vorgibt. Also die Partei hat immer recht, das hat man ja auch schon zu DDR-Zeiten gesagt. Und im Prinzip sind solche Leute, die angeblich nur ihrem Gewissen unterliegen, die können doch aber, und es aber praktisch nicht tun, die können doch aber unsere Meinung gar nicht vertreten. Wird wirklich diese Demokratie mit Füßen getreten. Und der Artikel 20 Absatz 4 im Grundgesetz sagt, dass man im Prinzip gegen jeden, der diese demokratische Grundordnung laut Absatz 1 Artikel 20 bekämpfen möchte, dass man gegen jeden, der diese demokratische Grundordnung abschaffen möchte, das Recht zum Widerstand hat, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und Wahlen sind aus den vorgenannten Gründen keine Möglichkeit, diese Zustände zu ändern. Weil die Leute sind im Prinzip korrupt. Und sie werden es auch immer werden. Also das heißt, welche Möglichkeit hat man noch? Irgendwelche Unterschriftenlisten tun es auch nicht. Also das heißt, wir müssen Masse bilden, wir müssen die Leute aus ihren Ämtern jagen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Wenn wir hier was ändern wollen, müssen diese Leute weg. Ich glaube auch, dass die parlamentarische Demokratie sich längst überholt hat. Weil wir brauchten diese Abgeordneten, brauchte man vor 200 Jahren, da gab es irgendwelche Reichskonvents, da mussten im Prinzip Abgeordnete mit der Pferdekutsche 3 Tage losfahren, um für ihre Gegend mit allen Vollmachten ausgestattet zu sprechen. Das braucht man aber heute nicht mehr. Wir haben das Internet. Wir könnten im Prinzip eine Möglichkeit der direkten Demokratie schaffen. Jeder könnte mit einer App oder sonst was, das kann man sicher gestalten, könnte im Prinzip über Sachen, die uns alle betreffen, könnte darüber abstimmen. Die Politiker meinen dann gern, ja, aber wir, das einfache Volk, sind zu dumm. Wir wissen ja gar nicht über die Einzelheiten Bescheid. Aber da sage ich, ESM, der ESM-Vertrag, der wurde verabschiedet, ohne dass einer der Abgeordneten den überhaupt gelesen hat. Und das ist dann eigentlich der Beweis, dass die eigentlich nicht wissen, was die sagen. Die werden dort von 7000 Lobbyisten gesteuert, die Abgeordneten im Bundestag. Und ja, also ich würde sagen, wir müssten im Prinzip durchsetzen, die Machtposition kommen, durchzusetzen, dass wir diese Demokratieform, die wir haben, die der parlamentarischen Demokratie, umwandeln in eine direkte Demokratie. Das werden die Abgeordneten aber nicht von sich aus machen. Das heißt, die müssen zuerst weg und dann müssen wir eine direkte Demokratie gründen. Danke. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich stehe hier nicht für diese Veranstalter. Hallo, schönen Abend. Ich wollte noch ein Achtungszeichen setzen. Erstmal wollte ich Achtungszeichen setzen und dann wollte ich auf die Ukraine eingehen. Als Achtungszeichen wollte ich sagen, erinnern wir uns bitte, warum wir hier sind, warum montags hier demonstriert wird. Wir demonstrieren für Frieden, für ehrliche Medien, für Gerechtigkeit. Dafür stehen wir hier. Wir sind gegen das Töten von Menschen, egal ob durch Krieg, Terror oder durch die Justiz, durch die Sicherheitsbeamten. Dagegen sind wir. Auch wenn sonst ziemlich viele wahre Worte sind gesprochen worden, sehr lautstark, und deshalb kam es ziemlich aggressiv rüber. Aber wir sind für Frieden hier. Wir stehen hier, weil wir Frieden wollen. Frieden zwischen Religions, Frieden zwischen Menschen, Frieden zwischen allen. Zum Thema Ukraine. Am 14. Januar, das war letzte Woche Donnerstag, habe ich wieder auf meinen den alternativen Quellen geblättert, auf den Seiten. Und bei Querdenken TV, da sind wieder neue Meldungen, diverse kleine Meldungen, aktuelle Meldungen von der Ukraine bekannt geworden, Videoclips sind reingestellt worden.
unter anderem auch ein Videoclip mit Poroschenko. Er steht vor der Duma und äußert darüber über die Zukunftspläne der Kinder und überhaupt, was er mit dem Osten der Ukraine vorhat. Er sagt zum Beispiel laut und deutlich in der Duma, dass sie im Westen Arbeit haben werden, aber die in der Ostukraine nicht. Ich zitiere ihn mal. Bei uns wird sich um Rentner gekümmert und um Kinder gekümmert, bei denen nicht. Bei uns werden die Kinder in Kindergärten und Schulen gehen, bei denen werden sie in Bunkern sitzen und dahin kümmern. Warum? Weil sie ja nichts können, die Ostukrainer. Und wer ein bisschen Russisch kann, der konnte das auch wortwörtlich übersetzen, was er dann gesagt hat. Dies Tag. Er hat es wiederholt. Zu Deutsch, nur so können wir den Krieg gewinnen. Diese faschistischen Wesenszüge des Poroschenko und vor allem diese narzisstischen Aktivitäten gegen das eigene Volk in der Ostukraine sind verschärft zu verachten, zu verurteilen von uns allen. Das werden sie auch. Mich erinnert es vor allen Dingen an die Endlösung der Judenfrage im Großdeutschen Reich. Das ist doch faschistisch. Und solche faschistische Regierung wird unterstützt von unserer Regierung, von dieser Koalition von Merkel. Wird das unterstützt. Mit unseren Steuergeldern. Und im letzten Jahr war einer von uns in den Reihen, ein noch älterer als ich, der hat mir gesagt, nur Faschisten unterstützen Faschisten. Damit meinte er die Frau Merkel. Was ist aber nun, wenn wir uns überlegen, die Frau Merkel nimmt unsere Steuergelder und unterstützt diese faschistische Diktatur. Das heißt, wir sitzen alle mit in diesem faschistischen Pool. Wollen wir das? Wenn wir das nicht wollen, dann stoppen wir diese Merkel-Koalition jetzt, bevor sie uns wieder in einen Krieg schickt. Auch auf derselben Seite, Querdenken TV, war im selben Beitrag ein Interview mit einem kleinen Mädchen in der Ostukraine. Und es war auch ein freier Reporter, der sie interviewte. Der Reporter fragte die kleine Mascha Podowka, hieß sie oder heißt sie. Wir wollen hoffen, dass sie noch lebt. In dem Ort, in Donbass, ist ein kleines Dorf, da ist gerade eine Bombe eingeschlagen und die war ihr wohnenden Oma und ihr Sohn von der Frau sind beide dadurch umgekommen. Das als Hintergrund. Der Reporter fragte kleine Mascha, was sie sich jetzt am meisten wünscht. Darauf antwortet sie unter Tränen, ich wünsche mir, dass die Faschisten uns nicht mehr beschießen. Dass die Faschisten uns nie wieder beschießen. Das wünsche ich mir jetzt am meisten. Darauf meine Reaktion. Ich bin Mascha. Ich habe viel Mitleid, jetzt mal Anmerkung von mir, ich habe viel Mitleid mit den Angehörigen und Opfern von Charlie Hebdo. Ich drücke hiermit mein ausdrückliches Beileid aus. Auch Mitgefühl für die Angestellten dort. Ich bin aber nicht Charlie, aus gewissen Gründen. Dafür bin ich Odessa, ich bin Lugansk, ich bin Irak, ich bin Afghanistan, ich bin Syrien. Ich bin mental verbunden mit allen Opfern und allen unschuldigen Opfern bin ich verbunden und deren Angehörigen, die durch NATO-Waffen täglich getötet werden. Deshalb rufe ich jetzt auf, löst die NATO auf! Wer möchte noch was sagen? Danke. Ja, danke. Und ich denke, in diesem Sinne wollen wir auch gleich nochmal auf die Veranstaltung hinweisen. Frank, soll ich das dann schon mal machen? Ja? Frank, auf die Veranstaltung wollte ich jetzt gerade hinweisen für am Samstag. Und zwar...
Ja, und zwar am Samstag in Erfurt findet die erste Endgame-Auftaktveranstaltung statt. Ihr seid alle eingeladen und eingeladen, eure Freunde und Bekannten einzuladen. Und das ist die erste Station. Die nächste Station soll in Halle sein, habe ich gelesen. Ja, Frank? Und dann nochmal in Leipzig. Leipzig, Dresden. Also es geht so in Mitteldeutschland rum. Und dann schauen wir weiter, wie die Beteiligung ist und wie es weitergeht. Wir wollen dadurch ein Zeichen setzen gegen die Amerikanisierung. Das heißt aber nicht gegen die Amerikaner als Volk, sondern oder gegen das amerikanische Volk, sondern gegen die Verbrechen, die durch die US-Administration geschehen und gegen die Dinge, die hier auf deutschen Boden geschehen, mit denen wir nicht einverstanden sind und die uns in die falsche Richtung lenken und die Sachen in unserem Namen machen, was wir nicht wollen. Und deswegen rufen wir alle Bürger, die den Frieden lieben und den Frieden bewahren wollen und die Zukunft für ihre Kinder und Enkelkinder bewahren wollen, dazu auf, daran teilzunehmen. Ja, der Michael wollte noch was sagen. Michael, du wolltest noch was sagen? Ja, ich bin mal wieder auf der Durchreise von Halle nach Kassel, morgen wieder arbeiten, aber heute nochmal auf die Straße gehen und die Stimme erheben. Ich war am Sonnabend bei der Demo in Berlin, wir haben es satt, und da wollte ich euch was mitbringen, was der Bauer Otto Schöneweiß dort auf der Bühne am Ende der Demo gesagt hat. Der eine oder andere hat ihn vielleicht in den Medien gesehen, es wurde mehrfach über ihn berichtet, wie er seine schwere Kälberbox hinter sich hergezogen hat und mit Holzschuhen ist er ca. 400 Kilometer bis nach Berlin gelaufen, um dort eine Botschaft unter die Leute zu bringen. Ja, und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen, was er dort gesagt hat. Er hat gesagt: Auf diesen Moment habe ich seit 2008 hingearbeitet. Dann hat er ein Gedicht vorgetragen, ein selbst kreiertes. Endlich hier in eurer Mitte, mehr als 6 mal 100.000 Schritte, hab ich gezogen meine Hütte. Weit, so weit bin ich gegangen, im schönen Waldeck angefangen. Und glaubet mir, ist keine Lüge, da steht noch immer meine Wiege, ist auch die Wiege meiner Kinder. Ich bin ein Bauer, züchte Rinder. Angela Merkel, schlau und stark, Pfarrerstochter Uckermark, gebrauche endlich den Verstand, gesunde Bauern braucht das Land. Ja, und er hat es noch emotionaler vorgetragen als ich. Und er hat ja, wie gesagt, doch jahrelang darauf gewartet, auf diesen Moment vor ca. 50.000 Menschen zu stehen, die da nicht ganz einverstanden sind, was hier geplant wird in dieser EU, auch in Deutschland, dieses TTIP-Freihandelsabkommen, wo nicht mal Staatssekretäre nach Monaten wissen, was das überhaupt bedeutet, aber uns erzählen wollen, wir müssen uns da keine Gedanken machen. Bullshit. So, was er dann noch gesagt hat: Ich habe früher jahrelang deine Partei gewählt, also die von Merkel. Ich habe früher jahrelang deine Partei gewählt, treu, und ich bin ein gläubiger Christ. Und ich habe gedacht, das ist die richtige Partei für mich. Aber 2008, 2009, da habe ich mich von dir verraten gefühlt, als du abgelehnt hast, an der Saldierung was zu machen. Hast zugeguckt, wie die Bauern reihenweise krepiert sind, finanziell. Schande über dieses System und auch deiner ganzen Galeria und all die du weggebissen hast. Da ist nicht einer, der auch nur die Hälfte von dem leisten kann, was ich in den letzten 10 Tagen gemacht habe. Ja, und da hat er noch von seiner
von seinem Marsch nach Berlin erzählt, wo er eben unter anderem grenzwertige Situationen erlebt hat. Unter anderem ist er eben im Harz da eine Steigung mit 14%, die war 2 Kilometer lang, die musste er hoch mit diesen Holzschuhen und er hatte eben im Rücken diese Kälberbox, 135 Kilogramm. Ja, also nicht als Marathonläufer, ich weiß, was es bedeutet, sowas aufs Parkett zu legen, 10 Tage lang dorthin marschiert und so eine saugute Rede gehalten und da der Frau Merkel einen Denkzettel verpasst vor dem Volk. Ja, das wollte ich euch heute hier mitteilen im Rahmen der Mahnwache für Frieden, für Freiheit, Gerechtigkeit und vor allen Dingen für ehrliche Medien. Denn ohne ehrliche Medien sind wir fehlinformiert, falsch informiert oder nicht informiert. Vielen Dank. Ja, Lügenpresse, genau. Ich habe das also in Facebook, schreibe ich alle paar Tage einen Artikel über die Lügenpresse, weil die haben uns ja dazu aufgefordert. Die haben das ja als Unwort des Jahres deklariert und wollten es dann gleich mit Totschlagargumenten belegen, damit wir es nicht benutzen dürfen, weil es wohl mal jemand früher in der Nazi-Zeit auch benutzt hat. Und jetzt dürfen wir nicht mehr sagen, dass sie lügen. Also, wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und ich habe so oft nachgewiesen, wie die irgendwelche Falschmeldungen rausbringen, wie sie irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten. Ihr wisst das ja selber, zum Beispiel MH17, als dieses Flugzeug abgestürzt ist, da war es gleich Putin gewesen, da gab es keinen Beweis für. Eine pure Verschwörungstheorie, eine Lüge. Ja, und dann kann ich doch Lügenpresse sagen, das sage ich einfach. Und natürlich ist das pauschalisiert. Dann setzen sich diese Medienwissenschaftler hin und sagen, oh Mimi, die pauschalisieren, wir sind nicht alle Lügner. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht alle Lügner. Ihr könnt vielleicht 90% die Wahrheit sagen. Aber verdammt nochmal, wenn ich mir die 10% angucke, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Punkt, Lügenpresse. So sehe ich das. Deswegen wollen wir ehrliche Medien. Und das müssen nicht alle ehrlich sein. Na klar gibt es sowas wie die Bild. Die wollen überhaupt nicht ehrlich sein. Die wollen verkaufen. Die werden euch jeden Scheiß schreiben, damit ihr diesen Dreck kauft. Aber wir könnten wenigstens dafür sorgen, dass die Medien, die wir mit Zwangsgebühren bezahlen müssen, dass wenigstens die ehrlich berichten. Das sollte doch wohl klappen. Und diese Medien, die wir mit Zwangsgebühren bezahlen, das sind die feiern ihre Helden, nennen die dann zum Journalisten des Jahres, wie diese Frau Goline Atay, die über die Ukraine berichtet hat, wo selbst der eigene Programmbeirat gesagt hat, dass das tendenziös und einseitig war. Die wissen also, dass die nicht die Wahrheit berichten, dass sie das verbiegen und politisch hin und her manipulieren und feiern die trotzdem zur Heldin ihres Jahres. Was ist denn hier los? Und dann schaut euch an, wie viele von diesen Journalisten, von diesen Alpha-Journalisten in transatlantischen Verbindungen sind. Wie viele sitzen in der Atlantikbrücke? Ja, ein Klaus Kleber oder die Tina Hassel, die dort dieses Washington-Büro leitet. Da frage ich mich, naja, da sind die ja einseitig, da können die doch gar nicht objektiv berichten und die sagen, naja, das ist doch bloß ein Verein, das ist ja nicht schlimm. Und dann frage ich aber, warum seid ihr nicht in einem transeurasischen Verein? Warum seid ihr nicht auch gleichzeitig in einem transrussischen Verein? Warum nur in diese Richtung? Da kann doch nur einseitige Berichterstattung bei rauskommen und das erleben wir ja immer. Und wer den Springer Verlag kennt, kann sich auf der Webseite die Leitlinien angucken. Da ist die Unterstützung der USA vorgeschrieben. Das steht bei denen auf den Leitlinien drin. Natürlich können die nicht objektiv berichten. Natürlich müssen die gegen Russland hetzen. Da brauchen wir uns doch nicht wundern in diesem Land. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, ehrliche Medien zu haben. Und deswegen werden wir immer wieder Lügenpresse sagen. Ja, liebe Leute. Gibt es noch Redebedarf? Musik? Termin haben wir schon geklärt. Ich versuche mal hier ein bisschen Musik reinzumachen und ansonsten wünsche ich dann schöne Diskussionen am Rande.